Oh ja, was geht ab, Leute, Junge? Gras-Event hat angefangen. Also gestern Nacht, aber heute theoretisch der erste Tag, wo man spielen kann. Wo normale Leute spielen können. Theoretisch auch der einzige Tag, wo wir ein bisschen spielen werden. Ansonsten kaum Zeit. Ihr wisst, Bachelorarbeit. Später muss ich hier noch ein paar Seiten schreiben. Aber jetzt chillen wir erstmal hier ein bisschen. Das sind ein paar Module hier. 6 Stunden halten die. Hier auch noch. Chillen wir mal, schauen was so geht, wer alles da ist und dann gehen wir hier ein paar Runden und gehen über das Event. Direkt Taubos, richtig saftig. 20 Candies. Obwohl schwer wird mit einer Hand den zu fangen. Direkt great geworfen. Auf jeden Fall reden wir über das Event, meine Meinung, was ich so gehört habe und dann schauen wir mal, wer alles da ist. Oh mein Gott, ich treffe das Taubos nicht. Alte bekannte Gesichter sind natürlich am Start. Jetzt sind wir, oh mein Gott, rasiert. Servus. So. Geflohen. Hallo. Bekannte Gesichter. Schnell, lauf schnell durch und dann zünd ich da hinten noch die Module und dann drehen wir ein paar Runden. Tauboga als Entschädigung dafür, dass ich. Oh mein Gott, das ist kein Tauboga. Wo ist das Tauboga? Jetzt Tauboga. Als Entschädigung für das Taubos. Oh mein Gott, was ist los? Ich leide. Okay, wenigstens können wir den treffen mit einer Hand. Okay, ein Balleinwurf drin. Puh. Okay, nicht ein Wurf, aber beim ersten Treffer meine ich. Recheck. Bitte diesen tot. Tschüss, weg damit. Bewegung bleiben. Ich hasse es, zu lange an einer Stelle zu bleiben. So, alle 8 Module sind an. Richtig saftig. Schauen wir mal, was jetzt geht. Runden hier gedreht. Komischerweise kein einziges Pflanz-Pokémon, kein Megaplar, kein Knuffenser, kein Bisasam, kein Endivir, kein Oval. Obwohl Oval echt überall ist, außer hier, echt komisch. Eigentlich auch nicht so notwendig, außer ihr braucht halt noch welche. Oval kann man eigentlich immer gebrauchen. Endivir wäre interessant gewesen. Bisasam auch. Versuche noch ein paar mit Rattenhieb Solarstrahl zu sammeln. Und Tangela eigentlich auch. Tangela hat auch das große Ziel von den Tangela 100% zu bekommen während des Events, aber Scanner macht Faxen, also nicht Scanner macht keinen Faxen, aber ihr wisst, dass den Scheiß, den Niantic da eingeführt hat mit Level 30, macht es schwieriger, alles zu scannen. Also hoffentlich kommt ein 100% Tangela. Und sonst hätte ich noch eine 100% Endivir gebraucht und 100% Megaplan noch. Module laufen 6 Stunden. Ist okay, also man spart halt Geld für die Leute, die halt Module schmeißen, aber es gibt halt nichts extra. Dementsprechend, ob man jetzt farmt oder allgemein farmt, macht es keinen Unterschied. Deswegen in der Hinsicht ist es eigentlich relativ egal, sogar fast nutzlos. Außer man ist halt der schmeißt, dann hat man halt mehr davon und spart sich Geld, aber ansonsten macht es keinen Unterschied. Morgen Schloss, hab ich gehört. Ich wohne da in der Nähe, vielleicht schaue ich vorbei, wenn nicht die Zeit das zulässt, aber dann können wir mal vergleichen, ob da mehr Pflanz-Pokémon kommen, weil
Bisher sind hier absolut keine. So, das erste Bisasam hier. Man hatte ja davor gemunkelt, spekuliert, dass Shiny Bisasam kommen sollte, aber solange nichts Offizielles von Niantic kam, sollte man echt nicht zu viel reininterpretieren. Und wie es jetzt aussieht, stimmt es ja auch nicht. Also, es war eher traurig, eher leidend. Die wir auch noch hier, also langsam geht's ab, aber sonst eventtechnisch nicht allzu viel los. Was aber meiner Meinung nach auch nicht immer sein muss. Also, ich habe gesehen, viele Leute beschweren sich. Schlechtes Event hier, schlechtes Event da. Ich sag nur, leidet es nicht, Leute. Ist besser als nichts, auf jeden Fall. Und dass so kleine Sachen zwischendurch mal kommen, ist, finde ich echt sehr gut. Es muss nicht immer so sein, dass wie beim letzten Event, dass man auf Bulimie spielen muss und jetzt zum Beispiel eine Woche komplett durch und dann Ewigkeiten gar nicht. Also so finde ich es nicht schlecht, dass man halt ein bisschen spielt, bis einen kleinen Anreiz hat, aber wer keinen Bock hat, der soll halt nicht spielen. Man soll, ist nicht, fühlt sich nicht gezwungen zu spielen, zum Beispiel wie ich. Ich habe nicht so viel Zeit. Mein Gott. Sprich, spiele auch nicht so viel. Und es ist anscheinend echt so ungewöhnlich, dass jemand eine Kamera hat, weil wirklich jeder Mensch mich anstarrt. Heute, also ich weiß auch nicht, bringt mich voll aus dem Konzept. Ich drehe das jetzt schon zum zweiten Mal. Also nochmal, was wollt ihr sagen? Es ist nicht so schlimm, so Mini-Events zu haben, die nicht jeden interessiert. Wen es interessiert, ein bisschen mehr Spieleranzahl, ein bisschen mehr Spieler-Influx gibt es dadurch. Ist nicht schlecht. So für zwischendurch, damit es nicht langweilig wird. Anstatt dass jetzt ein Monat nichts kommt, dann wieder ein fettes Event, wo man bis zum Erbrechen spielen muss und dann wieder ein Monat nichts. Ich finde sowas echt nicht schlecht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr diese Leidenden, die sagen, hey, dieses Event ist nutzlos? Oder seid ihr die super saftigen, die einfach die Chance nutzen und das Beste aus dem Event machen? Ich mach das Beste draus, spiel ein bisschen, hab meinen Spaß und das war's. Spaß bei dir? Ja, bei dir? Spaß, schon passt. Servus. Hi. Mein Gott, schaut Leute, wen wir da haben. Ihr habt ab und zu nach ihm gefragt, die wenigen, die ihn noch kennen. Echt? Jetzt haben sie nach mir gefragt, die Leute, ab oder und was? Zu. Ja, Mann. Schau mal, vielleicht bin ich jetzt mal wieder öfters am Start, Mann, hab wieder ein bisschen mehr Zeit. Hoffe zumindest, oder? Ja. Schau mal. Also ich habe gerade über das Event geredet. Was ist deine Meinung? Hat die manche mögen es, manche nicht, weil manche finden es unnötig. Ja, aber ich sag jetzt mal, besser als nichts, oder? Ja, das habe ich auch gesagt. Besser als nichts. Weil ich finde jetzt zum Beispiel, in Divir kommt öfters, ich habe zum Beispiel noch nichts zum Entwickeln gehabt, also keine Bonbons. Owei, okay, das hat jetzt auch ein Nest bekommen, diese Nest Migration, aber Owei Spawn ist überall. Ich könnte Oweis gebrauchen, um meine Kukuweis hoch zu pushen. Was gibt's noch? Sonnenkern, Mann. Ja. Yeah. Sonnenkern auch jetzt ends oft, ja, den kann man auch endlich mal ein bisschen fangen. Was noch? Megapla, Knofensa, genau, die guten Tangela. Bisasam auch. Bisasam, habe ich, hab ich heute auch schon ein paar gefangen. Ranken Hieb Solarstrahl. Super, ja, saftig. Wenn man den mal kriegt, oder? Ja, den brauche ich noch. Noch ein paar. Das war's eigentlich. Aber ich finde das Event ends gut. Also besser als jetzt, wenn normale Sachen spawnen, also ganz ehrlich. Auf jeden ehrlich. Fall, ja. Module auch länger an. Ich habe sogar welche geschmissen hier, 4 Stück. Echt jetzt? Ja. Hast du so viele, oder was? Okay, Augen so krass, oder? Ja, die 4 außen halt, habe ich geschmissen. 6 Stunden. 6 Stunden, zu heftig. Auch wenn ich nicht 6 Stunden bleibe. Für meine Mitspieler kann ich schon mal eine Runde schmeißen. Jetzt, wo ich 40 bin, muss ich mich um die Kleineren kümmern. Ja, genau. Das hat Tati immer gemacht, er hat sich um uns gekümmert. Ja, Mann, jetzt kümmern sich die Leute um mich ein bisschen, oder? Ja, Mann. Das heißt, manche Blöcke so, von der schaut auch vorbei. Von den Viechern, die auf meiner jetzt, Seite ich, sind, VIP Tech, IT, ja. Support. Weil meine Map seit längerem auf dem Handy nicht funktioniert. Ja, das ist Also Bier braucht schon. Was? Bier braucht schon. Oh mein Gott, Punchline von Philipp. Ja, weil das ist Dirk. Nein, ich bin doch nicht Bierbauch-Johnny, Alter. Die Kleine gerne, ich zahle auch gerne mit, das ist auch Logo, aber... Oh mein Gott. Soll ich auf den Namen kommen, Mann? Bist du mich verarscht, oder was? Hier, ja, du kannst doch mal nachdenken. Saftige Punchline. Seid ihr dann alle Oberschleichsein? Das bin ich, Mann. Oh mein Gott. Welche für Ever Lawn? Das ist so ein Scheiß hier, Alter. Von der Iversberg drüber. Das ist schon... Okay, lösch nochmal. Und
ihr sehen könnt, richtig viele Leute am Start. Hat wieder richtig Spaß. Viele bekannte Gesichter gesehen. Aber ich pack's jetzt. Leute starren mich wieder an, als hätten sie noch nie jemanden gesehen, der in der Kamera spricht. Der Wahnsinn. Auf jeden Fall, das war's. Lustige Runde, aber ich muss leider nach Hause an meiner Bachelorarbeit schreiben. Ich hab die mal wieder gesehen. Echt lustig. Ich schaue morgen anscheinend wieder vorbei. Was machst du da? Ja, Kamera. Noch nie gesehen. Natürlich habe ich das gesehen. Aber auf jeden Fall schaut Tati morgen vorbei. Das heißt, ich muss auch vorbeischauen. Gute alte Zeit mit Tati verbringen. Und das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Abonniert mich auf Instagram, Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist Serious Business.